Wir haben Revi heute 5 Aufgaben vorbereitet, davon muss er 4 lösen, das Ganze in einer halben Stunde, und ich zeige euch jetzt, was er heute machen muss. Als erste Aufgabe haben wir einen Eisblock eingefroren, den haben wir selber gebaut. Hier drin ist ein Krypto-Stick von Revi, ein sehr wichtiger USB-Stick, den können wir euch auch gleich nachher zeigen, wenn er schafft, den freizubekommen. Oh yeah. Die nächste Aufgabe ist, wir haben hier einen Monitor vorbereitet, wir haben hier ein paar Reaction-Videos laufen, ich hoffe, wir ungestriken uns dafür nicht. Und Revi muss entweder mit dem BMX oder mit dem Skateboard versuchen, drüber zu springen. Wie er es macht, ist mir scheißegal. Die nächste Aufgabe ist, Sebastian ist ein Fußball-Legastheniker. Ja, probiert mal. Und er muss mit diesem Glas in der Hand diesen Fußball hochhalten, 10-mal an der Zahl. Ja, sehr schwer. Gut. Die nächste Aufgabe ist, Sebastian muss mit seinem Autoschlüssel mit Ballons bis an die Hallendecke kommen. Wir haben schon ein paar Ballons da geopfert. Ich hoffe, es ist kein Problem. Okay, Revi ist jetzt da. Wo kam der her? Schönen guten Tag, hallo. Sebastian, wir haben es gerade schon erklärt für die Leute. Weil die Leute wollen das sehen, als wie du, schon eher als du. Ja. Guck mal. Also. Komm, geh zurück. Geh unter den Vorhang. Wofür? Bro, wofür Nebel? Der Nebel ist doch egal. Was ist das? Guck mal da rein. Siehst du das Ding, was da hängt? Bro, was ist das für ein Eisklotz? Aber, okay, womit ich anfange, ist egal. Womit du anfängst, ist egal. Die Zeit läuft ab jetzt. Okay, ich fang mit dem Eisding an. Gummihammer ist scheiße. Ich suche was ganz Bestimmtes. Gut, dass wir einen Flammenwerfer hier haben. Oh oh. Oh oh. Denk dran, der Stick kann extrem kaputt gehen. Denk dran, der Stick kann schmilzen. Ah! Oh shit, Bro. Ah! Ah! Wieso passiert das so? Ah! Ja. Ah! Ey, das ist eine Scheißidee mit dem Ding hier. Oh! Alter, der ist übel weich geworden. Hau ihn kaputt. Gib alles. Ja, ihr könnt doch einfach meinen scheiß Krypto-Stick. Kann ich die Handschuhe jetzt ausziehen, bitte? Nein. Wenn du ihn rausgezogen hast, darfst du ausziehen und ihn auspacken. Ich brauche ein Messer. Mann, das verdient der Scheiße, Alter. Oh, was macht der da? Was macht der da? Okay, ich hab den Stick. Okay, Handschuhe aus und Stick auspacken. Digga, Junge, ihr könnt doch nicht einfach sowas von mir da einfrieren. Seid ihr bescheuert? Digga, ich krieg das hier nicht auf. Du weißt ja, ich will dich nicht stressen, ne? Aber auch nicht auf. Wenn du es nicht schaffst, Sebastian. Von der Bestrafung hat dir niemand was gesagt. Dann gibt's eine dicke Bestrafung, die Leute hoffentlich überrascht. Hier, ja, da ist der Stick. Ja, okay. Gut, der baut sich jetzt irgendwas. Tesafilm, Tape, Bob, der Tape. Digga, wenn ich jetzt meinen Bildschirm ficke wegen euch. Oh. Zählt das? Das zählt, oder? Nein. Digga, ich kann doch nicht damit springen. Dann musst du irgendwie halt drüber. Bro, ich hab doch hier keine Anlauffläche. Bro, ich kann hier keinen Anlauf nehmen. Wie soll ich das machen? Kann ich einfach über den Bildschirm drüber fahren? Kannst du machen, ja. Oh! Oh! Okay, das zählt. Oh! 3 ausgeschüttet. Hey, Digga. Digga, das geht nicht. Bro, ich kann nicht hochhalten. Oh! Zählt! Ja. Wie viel waren das? 4. Bro, ich hab keine 5. Mehr kann ich nicht. Kannst du nicht so... Nein, ich kann das überhaupt nicht, du Penner. Ich kann das nicht. Nicht den... Oh, nein. Nicht den Stick. Machst du das rückgängig? Entschuldigung, Tobi. Deine Zeit läuft, Sebastian. Was machen wir jetzt? So, die ist Challenge. Du musst dieses Eis aufessen. Warte. Kannst du mir kurz deinen Autoschlüssel geben? Nein. Warum? Alles gut. Die Zeit läuft. Was willst du machen? Die Aufgabe ist, du musst deinen Autoschlüssel einmal an die Decke fliegen lassen. Mit Hilfe von Heliumballons. Um dir das Ganze so einfach wie es geht zu machen, habe ich dir 3 Nerf-Darts vorbereitet, die hier Stacheln drin haben, mit denen du sie gleich runterholen kannst. Ey, Bro, wenn mein Autoschlüssel doch kaputt geht. Der geht nicht kaputt. Geht er nicht. Wir haben das Ganze natürlich noch nicht ausgepackt, damit du sehr viel Zeit. Ja, das musst du erstmal aufmachen, alles. Das würde ja richtig lange dauern. Achtung. Ich will mein Autoschlüssel. Der verkauft jemand Ballons. Der verkauft jemand Ballons. Für 10 Euro. Bitte. Die verkauft Ballons für 20 Euro. Ich muss kotzen. Oh mein Gott. Bitte kann ich die Ballons haben. Bitte gib mir die Ballons. Bitte. 10 Euro habe ich. Warte, ich helfe dir kurz. Wir haben den vorher. Wir haben es natürlich schon getestet, Sebastian. Nein, so ist doch gut, oder? Nein, warte. Okay, warte, ich würde ihn hier fliegen lassen. Dann hast du die Chance, dass er nicht so hoch fliegt. Wo? Hier? Ja, dass er hier so festhängt. Hä? Nein! Ey! Digga! Ina, der kommt. Ey, der muss. Nein, Sebastian, der muss an die Decke. Das ist die Aufgabe. Da musst du noch welche aufblasen. Oh, Revi, guck doch hin, der Schlüssel fliegt weg. Um das mal kurz zu beschreiben, da ist ein richtig teures Auto dran. An den Bro, Schlüssel. Das sind 140.000 Euro. Ja, 140.000 Euro Schlüssel fliegt nach oben, oh, weg geht. Sebastian muss es versuchen, den da runterzuholen. Ja, erst wenn er die Decke berührt hat, kannst du ihn runterholen. 16 Minuten 12. Oh mein Gott, das klappt. Halt's Maul, das funktioniert. Was? Er kommt runter. Oh. Es hat gerade irgendwas frei mit. Holy shit! Ich hab den Ballon, ich hab meinen Schlüssel zurück!
Ey, wie bin ich gerade in der Zeit? Ich bin sehr gut in der Zeit. Bro, draußen ist gerade Gewitter. Ich stelle mich nicht mit dem Ballon gerade draußen hin, da bin ich tot. Du bist gerade mit dem Fahrrad über unseren Monitor gefahren. Der Blitz schlägt in mich ein, ich bin tot. Dann müssen wir es ähnlich machen wie gerade. Ja. Dann müssen wir jetzt leider deinen Personalausweis kurz nehmen. Aber nach ganz oben jetzt. Ja. Wir hätten eigentlich, guck mal, wir hätten den Plan gehabt, dass du 50 Euro nimmst und nach draußen fliegen lässt. Und hättest die Chance gehabt, die noch runterzuschießen. Ja. Aber damit hast du jetzt nicht die Chance, irgendwie deinen Perso runterzuschießen. Ich gebe euch meine krasse Kreditkarte. Bro, halt's Maul. Wie soll ich das denn jetzt runterbekommen, Digga? Oh mein Gott, bitte komm von alleine runter. Digga, warum ist es? Okay, das Bro, warum ich ist der Ballon geplatzt? Ich würde sagen, bediene ich im Propraum. Such was für Kinder alles. Digga, Sebastian, du hast ja gerade deine Bankkarte hochgejagt. Ich hab nicht so viele Pfeile. Bro, willst du da oben hinschießen, ans Holz dran? Ja, muss ich doch, Digga, es ist übergefährlich. Bro, wenn du ein Loch in die Decke schießt, dann haben wir ein Problem. Oh Gott, ich gehe an die Lampe. Oh! Ey, strong, Sebastian! Bro, Digga, das ist so dumm, Digga. Meine scheiß Kreditkarte hängt da oben. Ich hasse euch so sehr. Und nächster! Oh. Let's go! Digga. Oh, der war. Oh, Achtung! Hier, nächster. Der war nicht, Sebastian. Oh, nein, Digga! Oh! Nein, Pfeil her! Es ist immer schwerer. Sebastian, bei 2,5 Minuten darfst du die Waffe verwenden. Ey, Junge, meine scheiß Kreditkarte hängt unter der Decke. Seid ihr eigentlich behämmert? Oh, strong! Ey, Bro, das ist so stressig, Mann. Wisst ihr, wie anstrengend das eigentlich ist? So, nächster Schuss. Ey, zur Info, Sebastian hat die Ballaufgabe nicht geschafft. Deswegen muss er das jetzt quasi machen. Oh! Digga, das kann doch nicht sein, dass die nicht runterkommt. Oh, warte, der ist schon am Zittern. Ich brauche meine Bankkarte zurück! Oh! Digga! Ja, es kommt gleich runter. Noch ein, zwei Ballons, dann hab ich's. Das sind Plastikpfeile. Schuss! Oh, der war nix. Was? 3 Minuten noch! Wie kann es jetzt nur noch 3 Minuten sein? Es geht eher, ich meine, es wird ernst, wollte ich sagen. Oh, die Bankkarte! Ja! Warte, zeig mal, ist es die, du hast die gar nicht drangehängt, das ist ja gar nicht deine. Ist meine Karte. Ich habe alle Aufgaben geschafft. Nicht alle, aber 4 von 5. Okay, stopp, Zeit, stopp. Wir gucken auf die Zeit. Ich muss an die Charity spenden. 2 Minuten 50. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es mit Pfeil und Bogen so easy geht. Aber Sebastian, du hast gerade, um das nochmal zu erklären, dein Krypto-Stick mit allen Recovery Phrases aus dem Eis gerettet, dein Autoschlüssel von 140.000 Euro Auto von der Decke runtergeholt, du bist mit dem BMX über den Monitor gefahren. Und ich habe meine Kreditkarte zurück. Guck mal, das ist das, wenn du mal trinken gehst mit deinen Freunden, dann kannst du denen das erzählen. Dann kannst du hey, wer kann für sich behaupten, ich habe meinen Autoschlüssel? Alles klar, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock auf weitere Challenge-Videos habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Jeder von euch, der einen Kommentar schreibt, kriegt einen Ballon von mir. Schreibt mir genau. Wir könnten das übel cool benennen. Vielleicht so Revi vs. Five. Weißt du, dass man so 5 Dinger macht? Für die Leute, stimmt mal ab. Wie fühlen die den Namen? In diesem Sinne, meine Freunde, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.